Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um Zubehör für meinen Launch-Tester. Ich habe ja hier das Testgerät von Launch, was ich jetzt beim BMW nutze, beim Audi, überall dort oder auch jetzt, wenn ich Service bei Bekannten mache. Da ist das wirklich praktisch, weil da sehr, sehr viele Fahrzeuge drin sind. Und neulich habe ich mal wieder ein Update gemacht. Ich mache das ja nicht allzu regelmäßig, aber jetzt, wie gesagt, vor ein paar Wochen war es dann soweit, habe ich ein Update gemacht. Ich starte das Gerät mal schnell. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es jetzt wohl eine Batterie-Lebenstest-Funktion gibt. Ich dachte erst, die ist direkt eingebaut im Gerät, aber das ist sozusagen vorbereitet, um dann mit dem Zubehör zu funktionieren. Zubehör in dem Fall, ich hoffe, das ist das Richtige. Ich habe es noch nicht getestet und nicht ausgepackt. Soll hier sich über Bluetooth verbinden. Und das ist so ein Bluetooth-Dongle, den man eben an die Batterie anschließen kann. Und der soll sich dann mit dem Launch-Tester verbinden. Und dann kann man gucken, wie ist denn der Lebenszyklus oder der Lebenszustand, beziehungsweise halt, ja, wie viel Kapazität ist noch übrig, also wie viel Ampere kann die Batterie wirklich noch aufnehmen. Das soll hiermit gehen. Wie gut das ist, wie genau das ist, weiß ich nicht. Das muss ich jetzt im Laufe der Zeit in Erfahrung bringen. Was wir aber heute mal machen wollen, dass wir das eben auspacken und einmal probieren. Dafür habe ich eine alte Batterie aus meinem Audi. Die war schon ein bisschen angeschlagen, sage ich mal, weil ich habe ja das Problem mit den Steuergeräten. Dadurch, dass da Fehler im Steuergerät sind, vermute ich, dass die Steuergeräte nicht richtig in den Schlafmodus gehen und der auch im abgeschlossenen Zustand mehr Strom verbraucht. Das habe ich noch nicht gemessen, aber ich gehe stark davon aus, weil spätestens nach einer Woche ist hier so eine 850er Batterie leer und die hat ja 110 Amperestunden. Das sollte normalerweise viel länger reichen. Klar, da ist viel Elektrik drin im Audi, aber trotzdem, ich vermute, es hängt eben mit den Steuergeräten zusammen. Und ihr habt ja das Video gesehen, mein letzter Audi-Besuch hat es ja nicht besser gemacht. Da nochmal vielen Dank an Audi und Volkswagen für die kompetente Nicht-Unterstützung. Ja, also wie gesagt, eine Batterie, die eigentlich angeschlagen ist, die dürfte auf gar keinen Fall mehr volle Kapazität anzeigen. Wir werden hier auch gleich mal mit einem Voltmeter rangehen und gucken, was denn die Spannung sagt. Das ist teilweise auch, wenn die Batterie ganz hinüber ist, ein guter Indikator. Und hier haben wir eine brandneue Batterie, die habe ich mir mal in Reserve bestellt für meinen Audi. Also ich habe da zwei bestellt und das ist jetzt sozusagen meine Reservebatterie. Ganz neu, noch nie geladen worden. Das heißt, da gucken wir auch, wie voll ist denn die Batterie, wenn die sozusagen vom Händler kommt. Es ist jetzt auch, wie gesagt, Markenbatterie, da kann keiner erzählen, dass das hier billiger Schrott wäre und deswegen vielleicht nachher nicht die volle Kapazität hat oder so. Deswegen, das schauen wir uns an, die beiden. Und jetzt starten wir einmal, hätte ich gesagt. Und ich hole das Voltmeter und wir messen mal, wie viel Spannung liegt denn bei der angeschlagenen Batterie und bei der nagelneuen an. So, ich habe jetzt mal das Voltmeter aufgebaut und wir schauen jetzt mal, wie viel Spannung hat denn oder zeigt denn die angeschlagene Batterie noch an. Ihr müsstet das jetzt eigentlich ganz gut ablesen können. Falls nicht, oder zusätzlich kann ich ja da nochmal einblenden, was ich jetzt messe. So, jetzt machen wir mal hier Minus Plus. Ist jetzt verbunden. Ihr seht das auch. 12,3 Volt. Ist also nicht ganz tot. Aber eine komplett geladene Batterie sollte eigentlich schon so Richtung 12,9 Volt oder sowas haben. Wir sehen aber gleich den Unterschied. Wenn ich das an die neue hänge, da würde ich eigentlich erwarten, dass die ein bisschen mehr Spannung anzeigt. Wie gesagt, wir können hier halt nur Spannung messen mit dem Voltmeter, nicht die Kapazität. Also wie viel Ladung kann die noch aufnehmen, das kriegen wir hiermit nicht raus. So, ich habe das jetzt mal aufgebaut an der neuen Batterie. Ich hoffe, ihr könnt es ablesen. Falls nicht, wie gesagt, blende ich es ein. Jetzt machen wir hier einmal den Test. 12,7. Okay, sind jetzt nicht die 12,9, die ich erwartet hätte, aber wir sehen schon deutlich mehr als die Batterie, die eben ein bisschen angeschlagen ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die hier eben nicht komplett geladen ist und wir deswegen eben nur die 12,7 Volt haben. Jetzt hätte ich gesagt, probieren wir aber einfach mal das Gerät von Launch aus. Laut der Bedienungsanleitung muss man wohl gar nichts groß machen. So, und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns das Ganze einmal an mit dem Launch-Tester, was er sagt in Bezug auf Zustand der Batterie. Vielleicht kriegen wir ja auch angezeigt, wie gesagt, wie viel Kapazität sie noch aufnehmen kann und so weiter. Schauen wir jetzt einfach mal, welche Möglichkeiten wir dann haben. Wie sieht das Gerät aus? Also das ist hier so ein kleines Zusatzteil, einfach nur eine Plus- und eine Minusklemme. Hier sehen wir schon, hier ist wahrscheinlich ein bisschen Logik verbaut, also sprich das Bluetooth-Modul und irgendwelche andere Technik, damit eben die Kommunikation hergestellt werden kann. Wir haben relativ kurzes Kabel, weil es, wie gesagt, ja dafür gedacht ist, direkt an die Batterie angeschlossen zu werden. Ihr könnt das übrigens laut Anleitung auch nutzen, direkt am Fahrzeug. Ich teste es jetzt hier außerhalb, es ist ein bisschen geschickter, als das jetzt am Auto anzuschließen. Was machen wir? Wir gehen erstmal auf Minus und dann auf Plus.
haben das jetzt angeklemmt. So, jetzt gebe ich mal das Launchgerät hier oben hin. Und hier gibt es jetzt eben diesen neuen Punkt, den gab es früher nicht. Der ist mit einem Update gekommen für dieses Batterietestteil. Das ist ja das, was ich mir gekauft habe. Jetzt schauen wir mal, ob er entsprechend eine Kommunikation herstellen kann. Wir starten mal wieder das ganz Einfache mit der Ladespannung. Oh, okay, das ging super schnell, die Verbindung. Das kennt man ja so eigentlich gar nicht. Okay, gut, Motor, der will jetzt tatsächlich Lichtmaschine prüfen. Das heißt, das machen wir nicht. Startspannung wird auch nicht funktionieren, weil da müssen wir ja auch ans Auto. Wir haben jetzt hier nur die Batterie, das heißt, wir prüfen einfach mal den Batteriezustand. Er sagt jetzt hier 12,8 Volt. Okay, er weist uns jetzt hier darauf hin, Spannungen von mehr als 12,9 Volt, dass man dann eben gegebenenfalls eben noch irgendwo einen Verbraucher oder sowas dran hat. Aber wie gesagt, die Information, er sagt jetzt 12,8, wir haben 12,7 gemessen. Ich habe, wie gesagt, im Hinterkopf 12,9, das ist eine volle Batterie. Also die Informationen decken sich. So, und jetzt schauen wir mal, was haben wir hier für eine Batterie? Wir haben eine Standardbatterie ohne Start-Stopp, ist jetzt auch schon vorausgewählt. Wir haben hier also auch verschiedene Batterietypen, die wir testen können. Was jetzt hier leider fehlt, ist Lithium-Ionen-Batterie. Da habe ich momentan ja eine im M4 GTS. Das ist die von BMW. Da wäre es eigentlich ganz cool gewesen, wenn ich die auch mal testen kann. Kann ich jetzt hier scheinbar nicht. Und dann habe ich ja die Lightblocks im M2 Competition. Die kann ich ja über meine Handy-App prüfen. Das heißt, da bin ich fein raus. Aber für die Lithium-Ionen im M4 GTS wäre es ganz nett gewesen. Aber geht jetzt hier nicht. So, und jetzt Batteriestandard. Ich glaube, das hier ist eine Calcium-irgendwas gewesen. Jetzt muss ich einmal schauen, ob das hier irgendwo steht. Das ist wieder das leidige Thema, solche Informationen dann nachher auf dem Produkt zu finden. So, also ich habe nochmal auf dem Handy geguckt, da steht, es ist eine Blei-Calcium-Batterie. Jetzt bin ich aber ein bisschen irritiert, ob hier damit nachher wirklich der Batterietyp gemeint ist oder doch was anderes. Ich hätte gesagt, ich gehe mal auf EN, denn eine EN-Nummer finde ich hier auf der Batterie abgedruckt. Schauen wir mal, ob er mich danach fragt. Jawohl, was haben wir hier? Ampere. 850 müssten das, oder nee, 110 sind das sogar. Nee, 950 Ampere. Sorry, ich packe das mal wieder so hin, dass ihr es auch sehen könnt. Also jetzt möchte er halt die Amperezahl wissen. Da gehe ich jetzt auf 950. Ja. So, wenn schon, machen wir es genau. 950. Gucken wir mal, was passiert. Batterieladung 100% zeigt er an. Spannung 12,79. 100% Batterielebensdauer. Batterie ist in Ordnung. Das sieht doch gut aus. Wunderbar. Haben wir sogar ein Testergebnis, könnten wir uns ausdrucken. Das ist ziemlich nett. So, jetzt hätte ich gesagt, machen wir den gleichen Test. Einmal an der anderen Batterie. Dafür baue ich hier ein bisschen um, damit ihr das auch wieder sehen könnt. So, ich habe jetzt die andere Batterie mal angeschlossen. Hier auch wieder so, zuerst Minus und dann Plus. Zumindest stand es so in der Anleitung. Deswegen habe ich das so gemacht. Wenn ihr ans Fahrzeug denkt, ist es ja eigentlich so, dass ihr erst den Pluspol anschließt und dann den Minuspol und erst den Minuspol trennt und dann den Pluspol. Warum das jetzt bei dem Gerät andersrum ist, weiß ich nicht. Ich vermute mal, weil hier Steuerelektronik drin steckt, dass man deswegen hier zuerst anschließen muss. Aber ich weiß es nicht. Nur eine Vermutung. So, die Bluetooth-Verbindung, ja, hat er wieder aufgebaut. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal auf den Batteriezustand prüfen. Für den Hardware-Reset durch. Ja, gut, dann machen wir Hardware-Reset, was auch immer das ist. So, 12,37. Ist es auch wieder eine Standardbatterie? Jawohl. Habe ich hier eine EN-Nummer drauf? Ja, hier habe ich eine EN-Nummer. Also beziehungsweise, das ist der Typ EN. Hier auf der Batterie kann man das gut erkennen. Da ist das schön aufgedruckt. Bei der anderen habe ich es nicht gesehen. Also zumindest nicht auf den ersten Blick erkennen können, dass das dort irgendwo
drauf gestanden ist. Aber gut, hier wissen wir es. Das heißt, wir wählen jetzt hier entsprechend EN aus, wobei wir das ja vorher auch hatten. Ich bin auch einfach davon ausgegangen, dass das andere auch EN ist. Worauf wir jetzt hier achten müssen, die hat ein bisschen weniger, die hat nur 850. Das heißt, wir gehen auch am besten gleich hier oben rein. Das haben wir ja vorher gemerkt. Das ist ein bisschen genauer, als wenn wir da mit diesem Balken arbeiten. Haben jetzt die 850 Ampere eingestellt und führen den Test einmal aus. Oh ja, jetzt sieht man hier schon 58% Batterieladezustand. Also die ist jetzt nicht ganz voll. Er sagt aber, sie sei noch in Ordnung. Er sagt, sie sei nicht defekt. Hat auch noch relativ hohen Anlaufstrom, ne, von 935 Ampere. Die andere, ich kann es noch mal einblenden, war ja bei 1000. Also die sind nicht weit auseinander. Das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, ich lade die Batterie mal auf und werde dann den Test einfach wann anders noch mal wiederholen. So, ich habe noch eine Batterie gefunden. Hier liegt ja doch einiges rum. Und zwar ist das die Batterie aus meinem Camaro. Da hatte ich ja, als der vom Motorenbauer wiederkam und ich so nach den ersten 200 Kilometern das erste Mal liegen geblieben bin, hatte ich ja zuerst die Batterie im Verdacht, hatte dann ja auch die Batterie getauscht und dann lief er wieder. War aber nur Zufall. Ich verlinke euch oben nochmal das Video. Gibt es auch mehrere dazu, zu der Fehlersuche am Camaro. Am Ende war es nichts Elektronisches, nichts mit der Batterie, nichts mit der Verkabelung. Es war alles top. Es war ein mechanischer Fehler am Verteilerfinger. Aber wie gesagt, wenn euch das interessiert, schaut oben in das verlinkte Video rein. Ansonsten, wie gesagt, die Batterie habe ich jetzt auch noch gefunden. Ist vom Grundaufbau her auch eine Bleisäurebatterie, wie die anderen beiden Batterien, die wir auch getestet hatten. Hat aber natürlich nochmal eine andere entsprechende Kapazität. Also hier jetzt nur 815. Die Continental hatte ja entsprechend 950 Ampere, die von Exide hier hinten, die hatte 850 und die hat jetzt 815, die steht auch schon eine Weile bei mir herum, ist eine Standardbatterie, also sprich Bleisäure, wie vorher auch. Wir wählen jetzt hier entsprechend CCA, weil das hier drauf steht, alternativ könnten wir auch EN wählen. Wir wählen jetzt aber CCA, weil das hier ganz oben steht. Ist übrigens schon irgendwie ein bisschen komisch, dass auf der Continental-Batterie, das eben entsprechend nicht aufgedruckt ist, sondern nur auf der Exide-Batterie und auf der Optima hier. Aber gut, ja, ich gehe stark davon aus, dass die Continental-Batterie eben auch eine CCA- bzw. EN-Batterie ist. So, jetzt gehen wir hier, habt ihr ja auch schon jetzt mehrfach gesehen, hier oben entsprechend die Amperezahl ein. Das ist jetzt hier eine 815er. Bestätigen wir und dann schauen wir mal, was er sagt. Prozent, 12,35 Volt, zeigt auch noch an, dass die Lebensdauer bei 100% liegen würde. Hat hier tatsächlich den höchsten Startstrom, dafür sind die Batterien auch bekannt, dass die gerade beim Start richtig Dampf haben. Sehen wir jetzt hier auch an dem gemessenen Wert. Die Continental ist ja deutlich größer, ja, und hatte nur 1000 und hier schaffen wir eben 1045. Ist jetzt nicht mega viel mehr, aber man muss ja bedenken, dass das eine viel kompaktere Bauform ist hier bei der Optima. Also dafür sind die, wie gesagt, bekannt, wenn ihr richtig ordentlich Startstrom braucht bei großen Motoren. Deswegen habe ich die beim Camaro drin, beziehungsweise deswegen hat mein Motorenbauer die mir beim Camaro eingebaut, weil die eben richtig Dampf hat für den Startstrom. Ja, auch hier aufladen. Ja, das sieht auch gut aus. Das heißt, ja, wir haben jetzt hier entsprechend drei Batterien gesehen. Wie das, sage ich mal, mit dem Gerät funktioniert, geht super problemlos. Ihr schließt hier erst den Minuspol an und dann den Pluspol. Warum das jetzt hier anders ist, als wenn ihr normalerweise die Batterie anschließt, denke ich mal, hat damit zu tun, dass hier in dem Minuspol ja die Steuerelektronik drin steht oder drin steckt, besser gesagt. Dann, wie gesagt, verbindet sich das rasend schnell. Ihr müsst hier keine Pairing-Geschichten oder sowas machen, wie man das sonst kennt bei Bluetooth. Die Verbindung ist sofort da und am Ende bekommt ihr hier so ein kleines Testergebnis, könnt ihr dann auch ausdrucken und dann sozusagen euch abheften oder einfach nur einen Sticker auf die Batterie machen, wann ihr sie zuletzt geprüft habt und was die Werte waren, je nachdem, wie ihr da vorgeht. Ich werde jetzt die beiden Batterien auf jeden Fall laden. Die andere ist ja top, da muss ich gar nichts machen.
und dann stelle ich mir die zur Seite irgendwo, wo es auch ein bisschen geschützt ist, also von der Temperatur. Dann leben die Batterien oder überleben die Batterien länger und dann habe ich noch zwei wunderbare Batterien in Reserve. Somit war es das fürs heutige Video. Ihr habt jetzt, wie gesagt, ich habe drei Batterien getestet, die jeweils unterschiedliche Kapazitäten haben. Das Gerät hat die Kapazitäten richtig erkannt, hat auch den Strom, also beziehungsweise die Voltanzahl relativ akkurat ausgelesen. Im Vergleich mit dem Voltmeter waren wir hier bei Abweichungen von 0,1 Volt, was hätte ich gesagt, Messtoleranz ist. Das heißt, das sieht also sehr, sehr gut aus. Von der Funktionsweise, wie gesagt, super einfach. Einfach an die Batteriepole anklemmen, laut Anleitung eben erst an den Minuspol und dann an den Pluspol. Und dann könnt ihr einfach direkt loslegen. Demnächst werde ich, wenn die Gelegenheit sich bietet, auch mal die anderen beiden Optionen noch testen, also sprich Startspannung und Ladespannung. Gerade dann, wenn ich eben herausfinden möchte, ob eine entsprechende Lichtmaschine noch funktioniert. Da kann das ganz hilfreich sein. Insofern, wie gesagt, wird da noch mal ein Folgevideo kommen, zudem auch so ein bisschen Langzeitbericht, wie sich das dann bei mir ergeben hat mit dem Gerät, denn ich werde es jetzt ein bisschen häufiger nutzen. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei, habt ein paar Informationen rausziehen können und vielleicht interessiert ihr euch ja auch für so einen entsprechenden Batterietester, habt vielleicht auch schon ein Launchgerät, könnt ihr dann mal schauen, ob dieser BST360 da bei euch auch kompatibel ist. Ansonsten Gerät und Tester verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Insofern war es das fürs heutige Video. Wünsche euch eine gute Zeit und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin, ciao.